Was glauben Sie, müsste die Kirche heutzutage ändern, dass sich wieder mehr Jugendliche dafür interessieren? Ja, ganz wichtig wäre einmal, dass man jetzt aktuell, wie es ansteht, einen Papst kriegen, wo jünger ist, und vor allem einen Papst, wo aber die Kirche wirklich, wo die jungen Leute anzüchtet für Kirche. Das wäre ganz wichtig, weil es muss einer sein, wo einfach die Reformen und das Ganze, dass der es einfach gut umbringt und dass wir einfach einen Papst kriegen, wo sich einfach gut, ja, wo einfach für alle da ist. Vielleicht ein paar Veranstaltungen für etwas, was sich für Jugendliche interessieren. Oder Vereine, für was sich andere Leute interessieren. Und was muss sie deiner Meinung nach anders machen? Also ich würde so Feste machen, wo man so zum Beispiel zusammen frühstückt oder etwas feiert, wo Spaß macht den Jugendlichen und ja. Die Kirche von heute entspricht den Reformbewegungen in der Ritterszeit und zum Beispiel, es gibt einiges, zum Beispiel Position zu den Frauen, ne, oder einfach ja gewisse einfach Regelungen, die eigentlich die Kirche innerhalb betrifft. Ja. Das muss man sich einfach öffnen und sich auf die eigentliche Botschaft konzentrieren. Das wäre wichtig, denke ich. Ja. Also ich würde es so gut finden, wenn es mal ein junger Papst wäre, weil der wird sich dann noch, glaube ich, trauen zu mehr verändern. Und glauben Sie, dass Kardinal Schönborn, der ist ja hier in Vorarlberg aufgewachsen, dass der eine Chance hätte als Papstkandidat? Grundsätzlich schon, er zählt zu den konservativen Leuten eigentlich, wobei wahrscheinlich kommt jetzt wieder mal Italiener dran, schätze ich. Ja. Also ich würde es schon cool finden, wenn an unserem Ländle Papst schwören würde, aber ich glaube jetzt eher nicht, dass das passieren wird. Oh, es hat ja immer schon geheißen, dass er von anderen Leuten da, die ich auch schon gehört habe, dass er eine Chance hat, aber es gibt auch natürlich viele Anwärter und also ich selber von mir aus glaube jetzt eher, dass es ein anderer wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der bisherige Kardinal Schönborn der neue Papst wird. Also ich glaube es jetzt weniger.